Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Ja. Viel hat sich nicht verändert. Hat ein bisschen was gemacht hier. Ja, genau das. Mehl haben auch wieder ein bisschen was. Das ist sehr nice. Und alles andere, ja, neigt sich so langsam mal wieder dem Ende zu. Aber nichtsdestotrotz, wir machen uns jetzt den Spaß und holen uns alles andere, was wir wollen. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Und zwar kommt jetzt noch der Helm. Der wird auch gleich aufgewertet. So viel Zeit muss sein. So, Nummer 4. Und jetzt will ich noch den Umhang. Jetzt will ich noch diesen Umhang. Leinenumhang. Brauche ich selber. Ich muss mal ganz kurz den Mist hier rausballern. Silber. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ah, der sieht auch recht nice aus. Aber wir haben jetzt die neue Rüstung. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal. Die sieht... Ja, gut. Jetzt sieht man es, der Umhang ist rot. Ja, nee, komm, dann müssen wir bei dem ersten Mal bleiben. Geht ja nicht anders. Gibt der irgendeinen Spezialeffekt? Ein Reiseumhang. Boah. Komm, wir werten den komplett off, ey. Wir haben doch das Zeug jetzt momentan. Silber brauche ich tatsächlich dazu nicht mehr. Das ist schön. Schön. Boah, das sieht so geil aus. Die Rüstung an sich schon. Hä? Habe ich das... Hä? Ich habe das reingesammelt oder habe ich das rausgeschmissen in die Kiste? Boah, leck mich. Ich habe es rausgeschmissen. So, aufwerten. So, hier konnte man sonst nichts mehr herstellen. Oder täusche ich mich da jetzt? Schwarzmetallschwert, Hammer. Schwarzmetallschild, Hammer. Den Starrschwein, das braucht man nicht. Schwarzmetallmesser braucht man auch nicht. Die Axthammer, das Atgier brauchen wir nicht. Gut, da haben wir soweit erst einmal alles. Da haben wir soweit erst einmal alles. So, das alles hier rein, genau. Das kann dann hier rein. Hier haben wir wieder ein bisschen Mehl. Und jetzt, was mache ich denn jetzt noch? Genau, ich weiß es. Halt, das war alles hier drüben. Das war hier. Die werden wir nämlich brauchen, ne? So,
Oh, ich rüste mich schon mal vorsichtshalber aus. Denn ich will jetzt mal was versuchen. Und wenn das klappt, wird's neblig. Leck mich doch an Zibberli. Leck mich doch an Zibberli. Wir ernten erstmal ganz Ruhe ab, würde ich sagen. Dü-dü. Yay, das ist immer das. Alter, der hat ja wenig Damage gemacht. Wo ist denn das Viech? So, hast du davon. Der hat ja wenig Damage gemacht in der Rüstung. Geil. Ah, da haben wir doch schon gehört, um was es sich jetzt drehen wird gleich. So, wie viel haben wir? Wieder über 100 Stück. Nice, nice. Das hier. Das ist immer das Langweiligste an dem Beruf. Na komm, hier auf die Schräge kann man auch welche setzen. Ne? So ist es ja nicht. Warum ist denn das da so komisch? Moment mal, warum ist... Ah, okay, braucht mir... Lol. Ja. Dann können wir die beim nächsten Mal nicht abernten, aber ist auch nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Du-du-du-du-du-du-du. Das hier. Ach, ist immer das Spannendste. Dü-dü. Benötigt mehr Platz zum Wachsen. Willst du mich doch jetzt verarschen? Die haben mehr als genug Platz hier.
La 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 la. Okay. Hier. Wo ist es denn, das liebe Tierchen, um was ich mich kümmern wollte? Oh, der Nebel ist nach, das ist gut. Da oben ist es. Hui! Did it. Oh, World Safe, bla bla bla. Frisst du die? Ach, der steckt wohl fest. Scheiße. Der steckt da wohl fest. Ja, der hat keins gegessen. Ich kümmere mich mal ganz kurz hier hinten um die Viecher. Die sind ja jetzt mittlerweile ein leichtes. Und jetzt noch mal. Man hat's gesehen, er hat gelbe Herzchen gekriegt. Ja, er hat gelbe Herzchen. Ja, wir tämen uns ein Loks. Wenn er jetzt nicht wegrennt. Wenn er wegrennt, haben wir ein Problem. Dann muss ich erst was bauen. Dann muss ich erst ein Gehege bauen und das wollte ich eigentlich nicht.
Ja, geh zurück, fress noch mehr. Ah, jetzt liegen die wieder zu weit weg von dem. Die Bäume sind halt voll im Weg gerade. Hallo? Werf raus! Ey, ich hab dir da Berries hingeworfen, ja? Sei lieb, sei lieb! Schön lieb sein! Ich kümmere mich nur kurz um die Viecher hier. Alter! Was? Was? Oh Gott! Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow. What the fuck? Ich hau das Mädel jetzt erstmal hier mit rein. Ich muss erstmal mein Zeug wiederkommen. Ich will unbedingt den Lox haben. Geht nicht anders. Ich will den haben. Egal wie lange das dauert. Sonst muss ich den wirklich irgendwie irgendwo erst einmal einsperren. Aber der hat immer noch gelbe Sternchen, das ist gut. Da sind die Berries, da ist der Lox, da hinten ist mein Grab. Scheiße, ne? Verpieselt euch! Wobei, komm, scheiß drauf. Oh. Ramalama Ding Dong. Weg mit euch. Ey, ich wollte da hochspringen. Alter! So, du bist down. Ist der andere Wichsfrosch? Der haut ab, der Feigling. Wow, weil er gesehen hat, dass ich jetzt übermächtig bin. Wow. Der läuft immer wieder dorthin, der Lox. Ja.
Ich will den aber nie einsperren. Die machen so krassen Damage, dass die, no? Ja. Dass sie ihn, naja, abfacken können, wortwörtlich. Geh doch einfach zu den Berries. Würde ja im Grunde ein Loks komplett ausreichen. Nein, 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 du hast mich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Bleib schön dort feststecken. Ja, das machst du gut. Bleib dort, du kriegst Berries von mir. So. Immer schön friss. Ich sehe nur leider gerade keine Herzchen mehr. Aber die liegen direkt vor der Schnauze bei dem. Cool. Müsste vielleicht die Bäume wegmachen, aber die sind eigentlich praktisch dafür da, dass ich dem Zeug zuwerfen kann und der fressen tut und mich nicht gleich hittet. So, da gehen wir aber jetzt trotzdem erst einmal nochmal zurück. Diese wunderschöne Nacht überspringen. Und in der Zeit, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.